Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Star Wars Jedi Survivor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ich möchte, dass die Macht mit euch ist. Und wir legen natürlich wie immer in der Zwischenzeit direkt los. Also, lasst gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da, während wir hier gemütlich durch die Lüfte fliegen. Und wir kommen im klebrigen Moor an. Mal gewohnt hat. Et voilà. Ich lasse dich hier nicht zurück. Sehen wir uns das mal an. Keine Sorgen, ich komme schon klar. Aber wir müssen mein Datenpad finden. Können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? Auf keinen Fall. Ein Alien Leben ist und eine Gärtnerin. Du bist der Neue, den ich in der Kantina gesehen habe. Ich bin Sig. Kerl, das ist BD1. Sehr erfreut. Und ich bin Winnie Eris. Cal, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel! So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke, Cal. Okay. Vollkommen unnötig, dieser Dialog. Aber nehmen wir halt mit. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber, damit wir da zu dem Licht kommen. Da hinten war noch ein Echo, ich weiß, ich habe es gesehen beim Fliegen. Aber hier ist auch noch einer. Zack. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Was ist das ist deiner ja klar. Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Okay. Dann ist natürlich die Frage, wie wir da am besten rüberkommen. Ich schätze, dafür müssen wir wirklich dann auf die andere Seite rüber. Also gucken wir mal, was hier so geht. Das muss sich auf jeden Fall auch noch lohnen, hier hochgelaufen zu sein, hoffe ich. Was ist das denn hier? Damit kann ich nicht interagieren. Okay. Fair enough. Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Erstmal looten und dann scannen. Ja, zeig mal her. Komm schon, BD. Scannen. Ich muss in Bewegung bleiben. Komm schon. Das war knapp. Okay. Cool. Oh, das ist richtig cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Nice. Das war also der richtige Weg. Ultra cool. Bei mir ist es lange her. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Wir werden nicht ohne sie gehen. Sie ist da drinnen. Wir werden nicht ohne sie gehen. Witzig. Auch wenn die voll lustig sind immer. Aber den habe ich jetzt schon mal schnell geklappt gemacht. Okay, klappt gemacht. Easy.
hier haben wir noch eine Schnellreise aktiviert. Sehr cool. Sehr, sehr nice. Okay, gucken wir mal schnell, wo wir lang müssen. Okay, hier rüber und dann da lang. Okay. So wird ein Schuh draus. Inzwischen gucke ich halt doch relativ häufig auf die Karte drauf, weil es schon Sinn macht, da die Wege hier oftmals doch sehr komisch beschrieben sind. Nice. Einmal zwischengespeichert. Bereit, einen etwas exzentrischen Druiden aus der Hohen Republik zu befreien? Ja, ja klar. Genau. Da halten wir doch schon mehr aus. Ne? Wieder einer weniger. Weg hier. Noch nicht, Kestis. Dafür wurde ich gebaut. Bereit für mehr? Bleib zurück! Bin gerade beschäftigt! Feuer auf mein Ziel! Alter, warte mal! Was? So für einfach mir. Ist das nicht, Kestis! Ihre Abwehr wird fallen! Wenn das allein ging. So schnell bin ich nicht, Kerl! Schaden innerhalb der akzeptablen Parameter und die Tote sind. Großartiges Teil. Genau zwischen die Augen. Gerade noch so ausgeglichen. Wer möchte? Nicht dein Tag! Nice. Kein sehr herzlicher Empfang. Anklopfen ist wohl keine Option. Wir suchen uns einen eigenen Weg. Schon wieder fast mein Leben aus den Augen verloren. Denkst du, du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Hier geht's nicht durch. Plan. Zweifel? Feuer frei! In dem Ausmaß gewesen hat es einen Aufruhr gegeben. Wir sind so witzig, die Truppen. Lauf erstmal ein bisschen weg. Persönliches. Voller Bug. Zeit, ihn zurückzuholen. Gib mir ein Ziel. Ziel getroffen. Der Weg ist frei. Cool. Der Weg ist frei zum Loot. Sehr nice. Kurzer Kinnbart, oh mein Gott, so Ziegenbärte finde ich ja ganz schrecklich. Das ist gar nicht meins. Das kann ich mir jetzt bei Cal auch weniger vorstellen. Tatsächlich geht's da lang, okay. Siehst du, wenn man nicht gefühlt alle 5 Minuten guckt, wo es lang geht, ist man da echt teilweise total verloren. Ich glaube, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Alright. Na dann, 3, 2, Risiko. Ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebrochen. Ach, irgendwelche Tipps? Nein, es war überhaupt nicht wie ein Luke Hulk. Ich weiß gar nicht, warum. Kannst du das wegschaffen? Absolut. Das ist schon cool gemacht, dass wir jetzt auch mit ihm unterwegs sind. Der hat auch wieder andere Fähigkeiten. Und ich habe das Gefühl, wir kommen hier auch
schneller voran als in den anderen Welten. Also, das gefällt mir dann immer eigentlich ganz gut. Bist du Modell 459? Der Wert der Schrank. Lass mir welche übrig. Sie werden nicht wissen, was ihr erwischt hat. Nice. Haben diese Droiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Komm schon, weiter geht's. Ja, ich würde ja gerne. Aber das Spiel lässt mich manchmal einfach nicht. La, la, la. Halli, hopp. Hast du mich vermisst, BD? Mega gut. Seht ihr, wie schnell wir da jetzt da durchgekommen sind? Einfach nur mega gut. Das ist richtig geil. Das macht richtig, richtig Spaß. Sieh dir das an. Gibt es hier irgendwelche Schnellreisen, die ich noch aktivieren kann vielleicht? Nein. Meditationspunkte habe ich. Da ist eine Werkbank. Ich meine, wir könnten jetzt so langsam auch mal nochmal schnell ein paar Fähigkeiten oder sowas halt dann vielleicht austeilen. Aber bei der Doppelklinge haben wir quasi schon alles. Nee, passt erstmal. Es passt erstmal. So. Müssen wir hier durch die Tür? Wieso öffne dich? Wenn jemand herkommt, erledige ich ihn. Hab einige Gegner gesichtet. Ziel erfasst! Feuer frei! Du hast mich verfehlt! Nicht mit mir! Nein, Sir! Jeder einer am Boden! Nice. Wie schmeckt das? Das ist schon cool. Ich habe auch das Gefühl, dass er mir ein bisschen mehr mithilft. Da! Ich habe nie an dir gezweifelt. Also ich spiele mit ihm tatsächlich lieber. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Sei vorsichtig. Ich hab ihn. Ha, also schön. Nice. Ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. So, hier geht's dann weiter. An einem Schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Ja, wo lang ist allerdings die Frage? Okay, da lang. Wo wollen die denn hin? Das ist schon cool gemacht. Ah, das ist schon sehr cool gemacht. Zack. Abkürzung, nächster Boss. Gerade so aufgerufen. Ja, da hält ganz schön viel aus. Gott, ist das geil. Was ein Kill. Geiler Scheiß.
Mega, mega nice. Okay, und jetzt? Ich schätze mal darüber. Knapp daneben. Alright. So sieht nicht gut aus. Sehr gut. Oben, unten, rechts, links, geht's lang. Da drüben, okay. Gerade so. Sag mir nicht, ich bin falsch. Das war's dann. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier. Kampfbereit. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. Und tot. Vorwärts. Okay, aber ich muss schon da lang. Wie in alten Zeiten. Also, eigentlich muss ich da unten lang. Ich probiere das jetzt nochmal. Wieder runter, 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 runter. Lass mich fallen. Und dann muss ich darüber. Nee. Das macht keinen Sinn. Cool. Dann doch nochmal so. Und gestorben. Damn, Leute. Aber ich glaube, ich war auch falsch unterwegs. Also. Irgendwie, glaube ich, bin ich mal falsch abgebogen zwischendrin. Muss hier links. Okay. Hallo. Abgewehrt. Du hast mich gerade so erwischt. Ich gewinne, du verlierst. Ich bin nur eins. Die Fernkämpfer sind so nervig. Ne? Bitte, stimm zu mir! Irgendwann werden sie müde. Ich nicht. Er ist schlecht. Stirb. Wirf mir ein Stimm zu, bitte. Das macht keinen Sinn. Ich muss schon da hoch. Das stimmt schon. Okay. Und jetzt muss ich darüber. Stimmt auch. Okay. Und jetzt muss ich hier hin. Also, ich bin schon auf dem richtigen Weg gewesen. Das verstehe ich nicht. Wieso er mir das manchmal als falsch einfach anzeigt. Es gibt hier nur einen Weg hier.
verstehe ich wirklich beim besten Willen nicht. Sehr komisch. Also der Weg macht schon Spaß, aber ich meine, trotzdem. Vollkommen unnötig. Ich habe ja hier auch die Abkürzung freigeschalten. Ja, jetzt muss ich darüber. Eindringling. Jetzt mache ich den halt nochmal platt. Einen doppelten Bossfight. Anvisieren nichts möglich. Jetzt gucken wir, ob ich nur Damage hinkriege. Ja, egal. Organische. Sagt er und weicht leider nur beim zweiten Schlag aus. Zack. Und tschüss. Ziel hat schon oh shit. Ey. Habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, als ich ihm den Kopf abgeschlagen habe, dass das schon sein Ende gewesen wäre jetzt. So, und jetzt müssen wir hier rüber. Verstehe ich nicht, wieso er da so Necken macht. Heckmeck. Jetzt hier rüber. Okay. Jetzt hier rüber. Und jetzt zeigt er an, dass wir hier runter sollen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Sag mal. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich wüsste jetzt keinen anderen Weg, ne? Darüber komme ich nicht. Ich hatte das hier innen probiert. Wenn ich innen lang gehe. Meinte, ich muss da drüben hin, hä? Huh? Okay, pass auf. Pass auf, ich mach das jetzt so. Hey, ein Feind! Hey, ein Feind! Dann jetzt das ganze hier Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Ernsthaft? Wo ist das alles? Shit, ich glaube, das war alles. Ah, weil ich voll die Orientierungsprobleme hatte. Okay, kein Thema, Leute. Wir machen dann einfach jetzt noch schnell ein bisschen weiter. Hier eine längere... Oh, fuck. Falscher Knopf. Machen einfach hier jetzt eine längere Folge dann draus. Damit ihr einfach noch ein bisschen mehr mitkriegt. Das war nicht richtig. Okay, dann doch einfach gerade durch. Moment. Das ist neu. Das ist neu, dass der da runterfährt. Aber er sagt mir immer noch, dass ich da falsch bin.
Warum? Gehen wir. Das kann nicht richtig sein. Ich glaube, ich muss da runterfahren. Weil der hat das letzte Mal nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss hier mit runterfahren. Auf eine andere Ebene. Auch wenn der auf der Ebene ist, aber ich komme da beim besten Willen nicht hin. Fahr damit jetzt mal hier runter. Weil sonst hätte es ja alles keinen Sinn gemacht. Oder sind wir hier nicht hochgefahren? Sekunde. Ich weiß nicht wieso, aber der zeigt mir so einen falschen Weg an die ganze Zeit. Sorry Leute, ich muss das jetzt erstmal rausfinden, wie wir dann wieder auf der richtigen Spur sind. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir Like, Kommentar, kostenloses Abo dalasst. Und was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Captain Phasma, ja, also Gwendolyn Christie, aus der Müllpresse entkommen ist. Ja, und dass die Putzigen auf Ancho beheimateten Porks eigentlich Papageientauchern nachempfunden sind. Und diese wiederum trifft man auch auf Skellig Michael an, der irischen Insel, die als Kulisse tatsächlich für den Star Wars Film Das Imperium schlägt zurück als Kulisse diente. Also auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da und möge die Macht mit dir sein. Bis dann. Tschüss. Sie geht nicht auf.